dritte Generation der Jedi. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Nein! Sieh an, ein Lichtschwert. Ich war allein, das ziemlich lang. Und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin, was ich bin. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Hey, BD-1. Ich bin Cal. Nimm die Laser aus meinem Essen! Dann sollte ich jetzt rausfinden, wer ich bin. Ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Marin, richtig? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber Überlebende. Wir passen uns an. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Führt die Order 66 aus. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Sie wird auch dich verraten. Niemand stoppt das Imperium. Der Schmerz hat mich nur stärker gemacht. So viel Hass. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Ich werde nie vergessen. Ich werde eure Lehren erhalten und euer Opfer ehren. Gemäß dem Recht des Rates, Cal Kestis, steh auf, Jedi-Ritter. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Und wohin jetzt? So, und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Wie ich mich gefreut habe auf dieses Spiel. Aber ich würde sagen, wir reden nicht lange drum rum. Starten das Spiel als Jedi-Ritter, alles ausgeglichen. Tipps würde ich gerne nehmen. Dialogzeilen überspringen brauchen wir nicht. Und so starten wir eine neue Reise. Thank you.
Der Bereich ist abgeriegelt. Nennt euer Anliegen. Zeit zu ihm. Ich habe die Gerüchte nicht geglaubt. Ein Jedi. Und wir haben ihn lebend ergriffen. Der Senator erwartet uns. Sie können passieren. Wir wollen den Senator nicht warten lassen. Ja. Wärst du doch mit dem Rest deiner Leute gestorben, Verräter. Und wo ist die Übergabe? Was ein Einstieg. Solche Geschäfte macht man am besten im Dunkeln. Sicher. Aber was hält den Senator davon ab, uns den Gefangenen abzunehmen und uns in eine Skylane zu werfen? Er muss diese Sache geheim halten. Ja, alles klar. Er umgeht die Inquisitoren und überbietet Vader. Der Bursche treibt ein gefährliches Spiel. Genau wie wir. So. Ja, eigentlich wollte ich das Spiel ja auf PC spielen. Aber Hiller, wir machen einen Umweg. Da gibt es ein bisschen Performance-Problem, habt ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Deswegen spielen wir das jetzt auf der PlayStation 5. Wir reiten in einem Labyrinth, das gefällt mir nicht. Halte dich an den Plan, das wird schon. Solange ich bezahlt werde. Und hier sieht es ja auch gut aus. Die Grafik ist einfach bombastisch. Wobei ich jetzt auch Performance gestellt habe. Aber wenn man auf Qualität setzen will, dann ist das Spiel auch so schön. Ich habe Rechte, wissen Sie? Gehen Sie freiwillig oder wir verhaften Sie. Und auf dem PC, wir sind das Bürger, war so können Sie uns nicht behandeln. Bombastisch im Level. Ebene 2046 hat schon bessere Tage gesehen. Ultimativ. Krieg ist teuer. Irgendwer muss ihn bezahlen. Zum letzten Spiel gesteigert. Aber da muss man doch schon sagen, es ist schwer genug in dieser Galaxis über die Runden zu kommen. Nicht, wenn man der Propaganda gesagt hat. Schlagzeuggefangener. Das Spiel sieht sehr geil aus, obwohl viele ja sagen. Unglaublich, dass ich gleich einen Senator treffen werde. Heutzutage zeigt er sich kaum noch in der Öffentlichkeit. Gut, dass er für uns eine Ausnahme macht. Tja, wir haben etwas, das ihm die Gunst des Imperators verschafft. Ich seh's! Den haben Sie am Kontrollpunkt schon gescannt. Ganz ruhig, Offizier. Der Senator sorgt nur dafür, dass alles einwandfrei läuft. Und schon geht's weiter. Das kann ja was werden. Komm hierher, Jedi. Der Rest von Ihnen bleibt hier. Das war nicht die Abmachung. Abmachungen ändern sich. Diese nicht. Ich komme mit. Oder wir gehen zu Fuß. Nur Sie. Die anderen müssen warten. Terrorist. Du lässt dich so von ihm nennen? Jetzt reicht's. Wo habt ihr ihn aufgespürt? Nachtmarkt. Er wollte eine Kiste mit Elektroprotonenbomben von einem chakrianischen Waffenhändler kaufen. Wie habt ihr es geschafft, ihn zu verhaften? Jedi müssen schlafen, genau wie wir. Sobald der Senator dich in die Finger bekommt, wirst du dir wünschen, du wärst tot. Ist immer schön, einen Fan zu treffen. Frage ist auch, wo ist BD1? Kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Das ist meine Angelegenheit. Der Gefangene muss in einwandfreien Zustand sein. Der Senator hat verlangt, dass ich ihm den Gefangenen lebend bringe. Und er atmet noch, oder nicht? Droiden. Das stimmt. Aua. Ist der Sektor gesichert? Ja, Senator. Das will ich hoffen. Vaders Hunde schnüffeln ständig herum. Ein Jedi ist dieser Tage seltener Beute. Was haben Sie mir noch mitgebracht? Bezahlt den Mann.
Herr Senator. Hoffentlich ist das nicht das letzte Mal, dass wir Geschäfte machen. Der abtrünnige Jedi Cal Kestis. Ihr habt euch bereits einen Namen gemacht. Sabotage von Waffenlagern. Stören von Versorgungslinien. Trägt offen. Das hier. So dass es jeder sehen kann. Der gescheiterte Putsch auf Norset. Das war euer Werk, nicht wahr? Was wollt ihr, Senator? Ein Geständnis? Sie wissen, dass ich mit Saw Gerrera gearbeitet habe. Bevor ich euch dem Imperator übergeben werde, werdet ihr mich zu den restlichen Jedi führen. Das geht nicht. Es gibt nur noch mich. Widerstand ist völlig zwecklos. Ich werde es herausfinden, so oder so. Womöglich werden schon einige Worte dafür ausreichen. Doch da drin stehen mir einige andere Mittel zur Verfügung. Doch vielleicht verwende ich einfach das! Deines Meisters Lichtschwert. Jaro Tapol. Ein Verräter, wie ihr es seid. Eines Tages werden sich unsere Kinder wohl fragen, was ist das für ein Ding? Ein Relikt einer korrupten Institution, zerstört durch ihre eigene Arroganz. Arroganz ist eine Falle, in die viele von uns tappen, Senator. Ich bin sicher, der Imperator wird sich nicht daran stören, wenn ich euch in Einzelteilen übergebe. Was? Habt ihr wirklich geglaubt, ihr könntet mich gefangen nehmen? Sie haben streng geheime Militärinfos auf ihrer Yacht. Und sie haben sie direkt zu mir gebracht. Danke, BD. Dafür werdet ihr brennen. Das gehört mir. So. Das bitte. Er hat uns gerettet. Und wie ist das? War das. Kommt und holt mich. Klar. Lass ihn nicht weglaufen. Sorry. Oder lebendig. Ist das alles, Senator? Kommen Sie raus, dann reden wir. Hey. Ich kenne ein bisschen geiler, muss ich schon sagen. Sie sind schlecht. Nicht so schnell, Senator. Los, BD. Jetzt kommt er zu uns. Das wird ein bisschen eng. Oh, sehr eng! Festhalten! Alles okay. Passieren. Wir müssen zu dieser Yacht. Das war ja nochmal knapp. Das ist nicht ein Fehler. Wir holen die Yacht schon ein. Weil das hätte doch von Anfang an nicht gut gehen können. Wenn man den lahmlegt und dann der unkontrolliert zurückfällt. Seine Yacht ist weg. Siehst du sie? Negativ. Mach Meldung. Was ist mit dem Gefangenen? Vielleicht beim Senator. Das Klettern geht ein bisschen schneller. Ich will eine Bestätigung, bevor die Kommunikation des Senators wieder online ist. Siehst du was? Noch nicht. In diesen Docks wird heute mal ein Gast gefordert. Wir müssen weg, BD. Ja, online. Naja, schon Problem. Sie nicht öffnen. Du hast nicht zufällig eine Lösung, oder?
müssen diese Yacht vor dem Imperium finden. Oh. Das ist ein bisschen knapp. Ist es sicher hier oben? Hast du etwa vor, einen direkten... Geh zum Angriff über! Egal welche Informationen der Senator hat. Ich hoffe, sie sind das Risiko wert. Du gibst die Hoffnung nie auf, was, Kumpel? So. Achso, hier lang. Ich fand den ersten Teil schon richtig geil. Und jetzt. Und da. Jetzt werden wir beschenkt mit dem zweiten Teil. Da, so wie es aussieht. Haben wir das Ziel im Blick? Noch nicht. Vorwärts! Los, los, los! Dort können wir uns ausruhen. Aber hat sich doch schon viel am ersten orientiert. Das kennen wir ja schon alles. Fähigkeiten. Jetzt sind die unterteilt. Einen Stoßangriff. So. Und wir können uns ausruhen. Kommt wahrscheinlich auch speichern. Komm schon, Kumpel. Na bitte, kannst du es wecken? Kisten gibt es irgendwie auch immer wie Sand am Meer. Und BD hat keinen Bock mehr, da reinzuspringen. Jetzt können wir da selber reingucken, was da ist. Bitte nicht. Ich flehe sie an. Ich habe im Krieg gekämpft. Wohl kaum. Und jetzt verzieh dich. Befehl vom Senator. Es reicht. Er schießt ihn. Können wir in die Vergangenheit schauen. Unserer Macht. Nach wem suchen wir? Der Verdächtige ist männlich. Wurde zuletzt in Dock 27. Ich bin noch nicht fertig mit dir! Jetzt bleib doch mal hier! Ah, ich mag's. Oder ich lieb's sogar. Skin. Das ist so machtlos gegen mein Lichtschwert. Ich frage mich immer, wenn ich hier jetzt den richtigen Weg gehe und mir verweigert wird zurückzugehen, dann habe ich irgendwas verpasst, was wichtig ist bestimmt. Die Holo-Karte. Ja. Im Prinzip alles dasselbe wie davor. Da ist die Yacht. Treibt immer noch dahin. Das ist die richtige Einstellung, BD. Wir schaffen das. Dann gehe ich mal zurück. Hier geht es anscheinend weiter. Ich hoffe, die Map wird hier übersichtlicher, wenn wir so ein ganzes Areal aufdecken. Weil im ersten Teil bin ich so durcheinander gekommen damit. Ja, hoffentlich. Ist ja schon mal ein Vorteil, dass mir angezeigt wird, wo wir schon waren und wo wir lang gegangen sind. Damit ich nicht 3-4 Mal im selben Ort lang gehe. Irgendein seltenes Mineral nehme ich an. Ja, wunderschön. Können wir daraus vielleicht andere Lichtschildfarben kaufen? Wir werden es sehen. Oder Rüstung oder sowas. Naja, dann gucken wir mal, wo
uns der Weg lang führt. So. Also wenn Gegner da sind, sind wir eigentlich immer richtig, würde ich mal sagen. Komm, schieß mich an. Die haben keinen Bock zu schießen. Genau, Junge. Natürlich schießen sie immer, wenn ich es nicht brauche. Viele. Aber so habe ich es doch ganz einfach gelernt. Gelernt. Gemeistert. Da ist er! Er schießt ihn! Das ist schon wieder das Doppelte. Hast du Angst vor einem Treffer? Ich bin der Beste! Perfekt. Wir sind bald da. Geil. Alles klar bei dir, BD? Richtig glücklich. Ich nach unten sehen. Oh mein Gott. Fast wär's schief gelaufen. Oh. Hab dich, Verräter. Wo warst du so lange? Ach, ich hab ein bisschen rumgehangen und die Aussicht genossen. Ist eine Weile her, dass ich auf Coruscant war. Hm. Danke, Baut. Dafür bin ich hier, Kestis. Als ich das Dock einstürzen sah, dachte ich, dieser Raub wäre schnell vorbei. Warum sollten wir es ihnen einfach machen? Ha! Wo ist die Crew? Unterwegs zur Yacht. Wir treffen sie dort. Oh, und Bravo will Funkstille. Funkstille? Bravo kennt sich aus. Coop und Liz haben sicher schon Hunger. Hungrige Klatuinianer. Dann gehen wir mal zu der Crew. Das wollen wir nicht.